Hallo, hier ist Michael von Crazy Crawler und ich möchte euch heute was ganz Neues und Besonderes vorstellen. Und zwar ist es von Castle Creations der Mamba Micro X, der als Besonderheit einen zusätzlichen Kanal hat, mit dem ich eine gesonderte Funktion steuern kann. Und wir haben für uns Crawler natürlich die Drag Brake ausgesucht. Und jetzt zeige ich euch mal den Regler. Der Regler ist, klar gesagt, er ist halb so groß wie ein Sidewinder 3. Sidewinder 3, die Größe. Hier habe ich ihn schon mal verbaut an einem RC4VD. Und hinten eingestellt haben wir ihn am Schalter auf einen Linearen gelegt. Und zwar hier auf den C-Schalter habe ich ihn belegt mit einer linearen Steuerung. Und wie das Ganze funktioniert, dass man individuell die Drag Brake einstellen kann an einem Regler, das zeige ich euch jetzt. Das ist der Einstelldialog vom Mamba Micro X und ich kann in den bekannten Castle Creation Settings die Drag Brake einstellen. Hier gehen wir auf 90% und kann danach im Bereich Advanced über den zusätzlichen AUX-Kanal einstellen, welche Funktion ich haben möchte, und ich wähle Drag Brake Adjustment, das heißt hier die individuelle Einstellung der Drag Brake. Ein weiterer Vorteil der Mamba Micro X ist ein Regler, der sowohl brushed wie auch brushless Motoren mit 2 und 3S betreiben kann. Das heißt, wer also einen Tekinrock 412 zum Beispiel sensorgesteuert über den Mamba Micro X mit dem zusätzlichen Kanal steuern kann, der hat die Möglichkeit, auch diesen klitzekleinen Regler mit der vollen Funktionalität zu nutzen. Hier stellen wir ein Brushed Reversing, weil wir ja einen Brushed Motor haben. Und für alle, die es noch nicht wissen, der Mamba Micro X von Castle Creations, wie alle Castle Creations Produkte, haben ausgezeichnete Einstelloptionen in den Settings und ich kann dynamische Gas- und Bremskurven einstellen. Das ist eine besonders feine Sache und das zeige ich euch hier auch nochmal kurz. Die Einstellung der Gaskurve, ich kann mehrere Punkte in der Kurve markieren und kann so meine persönliche Einstellung auswählen, wie ich von der Steuerung her das Ansprechverhalten am Gas oder auch an der Bremse haben möchte. Das ist ein kurzer Einblick in die Programmierung von Castle Creations. Ist es überrascht? Nein. Ja. Die Grundeinstellung an dem Mamba Micro X habe ich direkt über einen Castle Link am Rechner auf 90% Drag Brake eingestellt und habe jetzt hier die Steuerung über den linearen Schalter C maximal auf maximale Bremse ergänzt und jetzt fahren wir einfach mal die kleine Rampe hoch. Beeindruckend auch hier, dass er die Steilheit bringt. So, oben angekommen gehe ich jetzt auf die Neutralposition und jetzt sieht man neutral, das ist letztendlich bei 90% Einstellung die Fahrt bergab. Wir fahren nochmal zurück und lassen ihn nochmal kommen. Okay, so und jetzt werden wir Folgendes machen. Jetzt werden wir während der Fahrt die Drag Brake manipulieren und einstellen. Und da seht ihr schon, wie das Fahrzeug zusätzlich Fahrt aufnimmt. Das heißt, ich kann hier im Bereich der Basiseinstellungen von 90%, die ich beim Castle ja nach wie vor zwischen 0 und 213 machen kann, kann ich jetzt hier noch einmal zusätzlich über diesen weiteren Kanal die Bremse verstärken oder abschwächen. Ich lasse jetzt wieder los und jetzt gehen wir nochmal. Seht ihr,
das ist ausschließlich über den dritten Kanal. Das heißt, für euren Crawler, ihr könnt in Zukunft direkt im Gelände am Berg, könnt ihr selber entscheiden, wie eure Basiseinstellung sein soll. Unabhängig davon, was ihr eingestellt habt am Hauptrechner. So, wir bremsen wieder ein. Die Kurve ist leider, oder die Schräge ist leider ein bisschen zu kurz, als dass wir, müssen ein bisschen rangieren. So. So, jetzt bremsen wir voll ein. Und da sehen wir schon gegen Ende, wie er langsamer wird. Also für all diejenigen, die einen absoluten Fahrspaß haben möchten, mit einer individuell einstellbaren Drag Brake, gibt es jetzt bei Crazy Crawler den Castle Creations Mamba Micro X. Das war Michael Rückert für Crazy Crawler mit einem echten Highlight. Das ist so cool, ich könnte den ganzen Tag eigentlich nur bergauf und bergab fahren und meine Drag Brake einstellen. Das macht richtig Laune. So, da voll einbremsen. Das macht halt viel mehr Spaß, als wenn du es am Rechner einstellst, ne? Ja, zumal ich dann im Gelände wirklich individuell je nach Fahreigenschaft sagen kann, jawohl, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen weniger. Ich kann den auch voll an den Untergrund anpassen, das ist das Schöne. Weil wir stellen den ein, fahren auf Felsen, danach sind wir ein bisschen im Wald, brauche ich letztendlich ganz andere Drag Brake Verhalten. Dann kann ich on the fly justieren und klar, es kostet mich einen Kanal, aber bei einer 4-Kanal, ein Kanal für die Lichter, ein Kanal für den Fahrkomfort. Aber das ist beim Crawlen halt schon sau viel wert. Das ist richtig.